Möchtest du dir wieder deine Schöpferkraft zurückholen, dich selbst ermächtigen? Das ist das Wichtigste in der nächsten Zeit. Es ist wichtig, authentisch zu sein, seine eigene Wahrheit zu leben. Ich bin Sissi Göttling, bin spirituelle Lehrerin der neuen Zeit und begleite Menschen seit 20 Jahren auf ihren Weg, ihre Ängste, Blockaden zu lösen, damit sie selbstständig, selbstbestimmt, frei und unabhängig ihren Weg gehen, ihren Seelenweg und das Leben zu erschaffen, so wie sie es sich wünschen. Es ist Zeit für dein Leben, für dich, weil du wertvoll bist. Jede Sekunde, jede Minute ist einzigartig, vergänglich und wertvoll. Der Augenblick ist wertvoll, das Hier und Jetzt. Wie wir alle heuer im Jahr 2020 gesehen haben, kann von heute auf morgen sich über Nacht vieles verändern. Es ist so, dass auch in den letzten Tagen, circa eine Woche, viele Lichtkörpersymptome waren, Sonneneruptionen. Ja, es hat sich einiges bewegt. Portaltage waren. Wer bei mir bei den monatlichen Energieübertragungen dabei ist, hat natürlich auch etwas gespürt. So ist das nicht. Aber auf jeden Fall nicht so heftig, wie es andere Menschen spüren. Ich bin ja ständig auch in Kommunikation mit Menschen, die an das alles nicht glauben, nennen wir es, sie sind in 3D, in der alten Energie. Und ich bekomme das täglich mit, wie es diesen Menschen geht. Und das ist um einiges heftiger als die, die schon auf ihrem Weg sind, die an sich gearbeitet haben, die sich geöffnet haben für die neuen Heilfrequenzen, die Lichtcodes, die Seelencodes und vieles mehr, was auch bei den Energieübertragungen von mir eingebettet wird in dein Energiefeld, Seele. Und da gab es natürlich viele emotionale Geschichten, wie auch körperlich. Manche haben körperlich und emotional beides. Die Portaltage, das sind ja die Schleier immer dünn. Und es kann sein, dass du einen Tag vorher oder einen Tag nachher etwas spürst und nicht genau an dem Tag oder an diesem Tag. Das ist bei jedem unterschiedlich, weil jeder einzigartig ist und auch unterschiedlich Themen noch trägt, Lasten trägt. Kommt drauf an, wie man lebt. Die Tagesenergie, Verfassung. Spielt alles mit und doch bekomme ich mit, wie ähnlich die Symptome sind und immer so 2-3 Tage um die Portaltage, Vollmond und Neumond herum. Emotional war bei manchen Traurigkeit, manche haben 2 Tage geweint, Wut, Ärger, Zorn, alles natürlich noch im Feld. Und einiges durfte wieder hochkommen und das Wichtigste ist es annehmen. Annehmen, sein lassen können, keinen Kampf ansagen, dann wird es verstärkt. Körperlich, die Symptome waren die heftigsten, bei manches ist das auch noch Kopfschmerz, Schwindel. Rückenschmerz, Schulter-, Nackenschmerz. Es gibt ja viele Lichtkörpersymptome. Auch noch dazu die Müdigkeit, Erschöpfung und der Schlafrhythmus, der gestört ist. Also manchmal ist man zwischen 3 und 5 Uhr früh plötzlich hellwach, kann nicht so lange schlafen, dann wieder schläft man viel länger oder am liebsten würde man nur mehr schlafen. Also da geht es nicht dir alleine so, sondern vielen Menschen so. Und die, die schon erwacht sind, die wissen um das Geschehen auf der Erde,
um den Lichtkörperprozess, können dadurch viel mehr in der Ruhe bleiben. Auch die, die die Heilfrequenzen aufnehmen, die neuen, die hereinströmen, können besser damit umgehen. Die 3D-Menschen, so wie ich sie mitbekomme, die haben es da nicht so einfach. Die hängen Tage in diesen Energien, sind sich unsicher, sind extrem ängstlich, steigern sich hinein, machen ihre persönlichen Dramen und negativen Selbstprophezeiungen, können auch keine Hilfe annehmen und halten auch noch immer nichts davon, von dem, dass auch die Seele dazugehört und nicht nur der Körper und der Geist und das ganze Materielle und das, was man im Außen sieht. Dadurch hängen die Tage in diesen Energien. Nicht nur Tage, sogar schon viele Jahre und Monate. Also ich habe mit ein paar gesprochen und daran erkenne ich immer, wie gut es mir geht und denen geht, die etwas tun, ins Tun gekommen sind und wirklich das Ziel haben, vollkommen in ihre goldene Mitte zu kommen, das goldene Zeitalter in sich selbst zu erwecken, die Göttinnenkraft zu leben. Es ist sehr viel weibliche Energie hereingeströmt und das hat vor allem berührt. Manche mussten sich zurückziehen, müssen das erst verarbeiten, dass auch bei ihnen Gefühle hochkommen, dass auch sie im Inneren doch weich sind und auch Tränen haben, eine Vergangenheit und nicht nur materielles Erfolg, Zahlen, Geld, Geschäft. Vieles spüren da die Männer durch diese hoch einströmende weibliche Energie und sind sehr herausgefordert. Wenn du mit jemandem zusammen bist, dann gönne ihm den Rückzug, die Ruhe, fordere ihn nicht heraus. Manche können es gar nicht benennen, was da momentan in ihnen abgeht, was da hochkommt. Und doch wehren sich einige dagegen. Sie verdrängen wieder, sie schieben weg. Am nächsten Tag meinen sie, sie ist alles wieder gut. Aber so ist es nicht. Auch sie werden irgendwann hinschauen müssen. Das wirkt sich natürlich auf Partnerschaften aus. Und für die Frauen ist das so, dass sie immer mehr dadurch in ihre eigene Kraft wiederkommen, zurückkommen zu sich selbst, stärker, kraftvoller werden, authentischer, zu sich stehen können. Und dass auch die Dinge, die sie tun, wichtig und wertvoll sind. Ob das jetzt Hausfrau ist, Kindererziehung, Kochen, Zusammenräumen, das ist sehr, sehr wertvoll. Das ist immer zu tun. Das braucht auch Kraft und gehört auch anerkannt. Und immer mehr Frauen stehen zu sich selbst, zu ihrer Macht, Göttinnenkraft. Und das ist gut so. Da gibt es natürlich dann Reibereien oder Diskussionen, weil es ja nie so war. Der Mann, der Starke, der hinausgeht und für das Einkommen sorgt, der Krieg und Kampf führt, der glaubt, er hat alle Macht. Die männliche Energie, die Kriegsenergie, der Missbrauch, Missbrauchsenergie. Und jetzt beginnt sich das Ganze endlich mal auszugleichen. Und das ist gut so. Die Frauen immer mehr zu sich stehen, zu dem, was sie sind, was sie können und was sie tun.
Und die weibliche Energie ist sehr wichtig für uns auf der Erde, weil die männliche Energie ja die Oberhand hatte seit vielen, vielen hunderten Jahren oder tausenden Jahren. Es braucht halt alles seine Zeit und es ist wichtig für uns Menschen, dass wir Geduld haben. Geduld, Ruhe bewahren, die Dinge hinterfragen, nicht alles jetzt blind zu glauben, zu vertrauen, sondern deiner eigenen Intuition und Wahrheit zu folgen. Egal was im Außen ist, schau, dass du so stabil wirst, in deine innere Mitte kommst und deinen einzigartigen Seelenweg gehst. Bei vielen Menschen wird es jetzt immer mehr möglich, die Vergangenheit endgültig sein lassen zu können. Und da biete ich morgen am 26.05. das Webinar Selbstermächtigung, hole dir deine Schöpferkraft zurück. Wir werden hier DNA aktivieren, Lichtkörper, neue Lichtcodes empfangen, transformieren, entbinden, löschen, was uns möglich ist, was uns gegeben wird auch. Wir verbinden uns mit der Zentralsonne, mit dem Gewaltgott-weißen Licht. Ich werde viel arbeiten für die Gruppe. Auch bitten, es ist nicht nur wegzuschieben, dass wir geistig und seelisch nichts abtun, nichts. Das ist ganz wichtig. Und nicht nur in diesem Jahr, in den kommenden Jahren ebenso. Deine eigene Schöpferkraft wieder annehmen können, deine Macht, dein Vertrauen, dein Urvertrauen in dich, in das Leben und an die göttliche Urquelle, dein Selbstvertrauen in dich, in deine Intuition und dass du so sein darfst, wie du in Wahrheit und in Wirklichkeit bist. Ein einzigartiger, wunderbarer, wertvoller Mensch hier auf Mutter Erde, der zugestimmt hat, in dieser Zeit dabei zu sein und durch seine Gaben, durch seine Berufung mitzuhelfen und zu unterstützen. Wer frei und befreit ist, der verlangt nicht mehr nach Freiheit, Leichtigkeit, denn der ist schon leicht und frei. In der Wunschliste befinden sich diese Worte nicht mehr. Wenn du eine Wunschliste hast, dann ist das etwas, was du noch nicht aktiviert hast und was noch blockiert ist. Wunschlos glücklich zu sein, das ist auch ein wunderbares Ziel. Nicht immer haben wollen, noch erreichen wollen, noch mehr und mehr und mehr. Sich noch immer nicht gut genug zu empfinden, so wie man jetzt in diesem Augenblick ist. Ich kann dir empfehlen, übe dich, immer im Jetzt zu sein. Denn es wird sich noch vieles verändern und das oft über Nacht. Dann gehen manche Pläne nicht auf. Pläne in 5 Jahren, in 10 Jahren. Alle wurden wir jetzt belehrt, wie schnell sich etwas verändern kann. Wie Autoritätspersonen uns zurechtweisen können, strafen können. In die vier Wände verbannen können. Alle haben wir das mitbekommen. Blick ganz genau hin, was da los ist und hinterfrage. Glaube nicht alles, was es in den Medien gibt,
Wir sehen, dass es noch immer möglich ist, dass das Dunkle Oberhand gewinnt und das Licht unterdrücken will, in die Schranken weisen will, wieder klein machen möchte. Manche Flammen wurden entzündet in den letzten Jahren und manche sind wieder ausgegangen, doch die, die schon stark genug waren, in ihrer Macht und Kraft waren, die konnten diesen Energien standhalten. Und das sollte das Ziel sein, das wichtigste Ziel. Egal, was im Außen kommt, stabil zu bleiben. Deine eigene neue Welt zu erschaffen, aufzuräumen, Müll aus deiner Seele, aus deinem Körper, aus deinem Geist, aus dem Energiesystem zu tragen, und das braucht seine Zeit. Monate bis Jahre, ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viel du schon mitgebracht hast in das Leben. Endlich die göttliche Ordnung in dir und um dich herum wiederherzustellen, in der Ahnenfamilie, in der inneren Familie. Innerer Mann, innere Frau, inneres Kind, innerer Vater, innere Mutter und die ganzen Ahnen, wo doch so viele Menschen noch für Vater, Mutter und die Ahnen sprechen, denken und handeln, Lasten tragen, die schon längst nicht mehr getragen werden müssten, Seelenverträge noch versuchen zu erfüllen, obwohl wir uns schon von so vielen lösen könnten. Denn diese Möglichkeit hat jeder von uns. Jeder Mensch ist so großartig und machtvoll und stark, dass er das endlich entbinden könnte. Es braucht jedoch die Absicht, ein klares Ja dazu und ins Tun zu kommen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht seine Zeit. Geduld mit sich zu haben und Geduld mit dem eigenen Weg hier auf Mutter Erde. Aber immer wieder wird angeboten von Kollegen sowie von mir, dass man hier etwas tun kann. So erlaube dir, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. All das Materielle, all der Besitz, all das, was wir glaubten, das ist es, das macht glücklich. Haben viele weltweit erkannt, dass es das nicht ist. Das Glück findest du nur in dir und mit dir selbst. Mache es dir so schön wie möglich. Lebe genau das, was dir Freude macht, was dir Glück bereitet. Aus dir heraus. Komm wieder in deine Urfreude, in deine Urschöpferkraft, in deine Urenergie, in deine Uressenz, in das, was du in Wahrheit bist. Und dann steht dir nichts mehr im Weg und du kannst mit all dem, was im Außen ist, ganz locker und leicht umgehen. Wenn du dich befreist im Inneren, sind auch die Lichtkörpersymptome, die Symptome von den Portaltagen nicht mehr so schlimm. Natürlich gibt es da immer wieder noch etwas, aber man kann viel besser damit umgehen. Wenn in den letzten Tagen ganz stark bei dir was hochgekommen ist, starke Emotionen über 2-3 Tage, starke körperliche Schmerzen über 2-3 Tage und noch länger, dann hast du noch hinzuschauen auf diese Themen, die da in deinem Körper gebunkert sind, in deinem Geist, in der Seele. Ja, Webinar morgen, 26.05. Das ist die letzte Erinnerung, die hinausgeht. Wenn du nicht auf meinem Newsletter bist und du dieses Video noch hörst, dann schreibe mir gerne auf info@sissigöttling.com, dass du dabei sein möchtest. Ich schicke dir dann den Zoom-Link für morgen zu und die Überweisungsdaten. Denn jetzt geht der letzte Newsletter hinaus und du könntest diese Aufnahme ja auch woanders noch sehen oder hören.
die, die auf meinen Newsletter sind, auf YouTube, wo auch immer, bitte ich auch zu teilen. Zu teilen, das weiterzutragen, denn desto mehr Menschen in ihre eigene Energie wiederkommen, bei sich ankommen, desto besser geht es uns allen. Wir sind alle miteinander verbunden und desto mehr das Licht verbreitet wird und das bedarf in Facebook, YouTube, wo auch immer nur oft einen Klick, desto mehr Menschen davon erfahren, etwas tun, desto besser geht es auch dir und mir. Denn die globale Energie, die wir haben seit Monaten, die ist Angstenergie. Und das wirkt sich auf jeden einzelnen Menschen aus. Dadurch werden wir auch beim Webinar Schutz und Versiegelung erbitten, göttlichen Schutz und Versiegelung. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt gleich an. Verlasse keine Zeit mehr, verstreichen, denn morgen am 26.05. von 19 bis 20 Uhr über Zoom treffen wir uns online und ich werde für die ganze Gruppe wirken. Ein wunderbares Angebot, du brauchst nichts zu tun, du darfst dich in dieser Stunde vollkommen hingeben und es darf das geschehen, was für jeden gut und richtig ist. Ende dieses Monats, also schon diese Woche auch, geht das aktuelle Energieübertragungspaket für Juni hinaus. Juni wird noch intensiver als der Mai. Wir haben viel mehr Portaltage. Und wir haben auch zwei so Portaltore, da erlaube dir durchzuschreiten und die Türen, die noch offen sind, zu schließen. Aber das dann in der Aussendung über meinen Newsletter zu dem Energieübertragungspaket für Juni 2020. Ich freue mich auf dich, gerne auch persönliche Betreuung und Beratung. Einfach mich anschreiben, gleich 2, 3 Terminvorschläge mit Datum, Uhrzeit nennen, dann brauchen wir nicht so lange herumschreiben und ich antworte dir, sobald es möglich ist und gerne begleite ich dich auch über einen meiner Online-Kurse auf www.sissigöttling.com. Intensiv 10 Wochen Begleitung, ganz persönlich für dich. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.